Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch mal wieder Bücher vorstellen und zwar die Jugendbücher, die Adriana Popescu geschrieben hat. Und das sind wirklich ganz, ganz tolle, süße Geschichten und ja, wir legen am besten direkt einmal los mit dem ersten Buch. Buch Nummer 1 ist Ein Sommer und 4 Tage. Sich mal so richtig verknallen, das wär's, denkt sich die 16-jährige Paula, der ihr wohlbehütetes Leben manchmal ganz schön auf die Nerven geht. Paula würde viel lieber ferne Länder bereisen, ein Abenteuer erleben und sich mal so richtig, richtig verlieben. Als sie während der Busfahrt nach Amalfi ins Sommerferienlager versehentlich an einer norditalienischen Raststätte zurückgelassen wird, ausgerechnet mit den süßesten Typen der Gruppe, packt sie die Gelegenheit beim Schopf und lässt sich für 4 köstliche, völlig losgelöste Tage mit ihm allein durch Italien treiben. Genau, das war so schön. Ich habe es im Mai 2017 gelesen, das habe ich gerade nachgeschlagen. Und ich fand es total toll. Das war nämlich kurz bevor ich selber nach Italien gereist bin, zum ersten Mal nach Rom. Und das Buch hat mir so eine Vorfreude darauf gemacht. Es geht ja auch um einen Roadtrip und es war einfach nur wunderschön. Eine sehr süße Geschichte, tolle Liebesgeschichte und auf jeden Fall, ja, total niedlich, total was für den Sommer und ja. Buch Nummer 2 ist Paris, du und ich. Romantik pur hatte sie geplant, eine Woche Paris bei ihrem Chéri allein. Doch angekommen in der Stadt der Liebe muss Emma feststellen, dass allein Emma inzwischen Chloe heißt und sie selbst nun dumm dasteht, ohne Bleibe, ohne Kohle, aber mit gnadenlos gebrochenem Herzen. Ähnlich Dawns Vincent, dem kurz vor der romantischen Paris-Reise die Freundin abhanden gekommen ist und den Emma zufällig in einem Bistro trifft. 2 Cafés Olé später schließen die beiden Verlassenen einen Pakt, sich nie wieder so heftig zu verlieben und nehmen sich vor, trotz allem diese alberne Stadt der Verliebten unsicher zu machen. Allerdings auf ihre Art. Doch ob das klappt, sich in der Stadt der Liebe nicht zu verlieben, das werdet ihr sehen, wenn ihr das Buch lest. Ich habe es auch gelesen. Ich muss nämlich gerade mal schauen, das ist 2018 rausgekommen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich direkt gelesen habe, als es erschienen ist. Aber so richtig kann ich das leider nicht sehen. Ja, die Geschichte war unglaublich süß, unglaublich toll und hat mir sehr gut gefallen. Wenn ich mich nicht täusche, war auch ein bisschen Bücherliebe im Spiel, also sie mochte Literatur auch sehr gerne, aber ich erinnere mich nicht so richtig, denn es ist schon sehr lange her, dass ich dieses Buch gelesen habe, aber es war eine richtig tolle Jugendbuch-Liebesgeschichte und ja, ich habe das Lesen damals sehr genossen und kann es euch deswegen auch nur empfehlen. Das dritte Buch ist dann einmal Mein Sommer auf dem Mond. Manchmal muss man einmal zum Mond reisen und wieder zurück, um zu erfahren, wohin man wirklich gehört. Cooler Sportler, niedliche Träumerin, lässiger Underdog und freche Sprücheklopferin. Alles nur Fassade. Und die müssen Fritz, Sebastian, Tim und Sarah aufgeben, als sie mit ihren tiefsten Geheimnissen im Therapiezentrum auf Rügen landen. Einen lebensveränderten Sommer lang werden die 4 vom Schicksal zusammengewürfelt und ordentlich durchgeschüttelt. Dabei wachsen sie über sich hinaus, finden ihr wahres Selbst, großen Mut und entdecken die erste wahre Liebe. Es war richtig gut, dieses Buch. Ich finde, das ist eins der Bücher, die wirklich wichtig sind, da es um Jugendliche geht, die wirklich in diesem Therapiezentrum sind und die verschiedensten Dinge durchmachen, sei es Angstzustände, irgendwelche Depressionen oder alles Mögliche. Und ja, die Art, wie sie es erzählt hat und wie diese Freundschaften entstanden und gewachsen sind, ist unglaublich schön. Und ja, wie gesagt, nicht nur ein schönes, sondern auch etwas, was sehr wichtig ist, wobei wir sehr viel lernen können. Und ja, auf jeden Fall zugreifen, es ist total gut. Buch Nummer 4 ist Morgen irgendwo am Meer. Ein goldener Mercedes, Wind in den Haaren und das Meer vor Augen. 4 Jugendliche auf dem Weg nach Lissabon. Was Romy, Konrad, Nele und Julian auf ihrem gemeinsamen Weg nach Lissabon erwartet, scheint der perfekte Sommer-Roadtrip nach dem Abitur zu sein.
auch, dass jeder von ihnen weit mehr als nur leichte Sommerklamotten im Gepäck hat, wird dem eher durch Zufall zusammengewürfelten Quartett erst im Laufe der Reise klar. Denn in Wahrheit geht es bei diesem Roadtrip um nichts weniger als die Suche nach sich selbst, dem eigenen Leben, der großen Liebe und wahrer Freundschaft. Ich habe dieses Buch noch nicht gelesen, aber wie gesagt, ich liebe Roadtrip-Bücher, ich liebe alles, was so ein bisschen mit Selbstfindung und ja, Freundschaft, der Weg zu sich selbst und zu dem eigenen Leben, was man führen möchte. Sowas lese ich unglaublich gerne und es hört sich richtig gut an. Roadtrips sind doch immer cool. Und ja, hört sich auf jeden Fall richtig super an. Und Buch Nummer 5 ist Einmal ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln. Dieses Buch ist noch nicht erschienen, es erscheint erst im September, und zwar am 14. September 2020. Und ich stelle es trotzdem schon einmal vor, dann habt ihr es schon mal im Blick und wisst schon mal, worum es geht und könnt euch auf jeden Fall schon auf etwas freuen. Drei Jugendliche, die Spuren der Vergangenheit und die Frage nach der Zukunft. Irgendwas hat dieser neue Samuel an sich, das Marie von Anfang an fasziniert. Und Samuel geht es genauso. Wie Magnete bewegen sie sich aufeinander zu, stoßen einander aber auch immer mal wieder ab, wenn sie sich von der falschen Seite nähern. Und mitten in diesem Spannungsfest bewegt sich Theo. Maries jüngerer Bruder, der seit einem schrecklichen Ereignis vor über einem Jahr immer noch mit seinen Ängsten ringt und in der Schule mit seinem Mobber Andy. Marie, Samuel, Theo, ihr Aufeinandertreffen bedeutet für alle drei einen Neubeginn, aber auch sich den Geschehnissen ihrer Vergangenheit zu stellen, denn Samuel trägt ein Geheimnis mit in diese neue Freundschaft. Hört sich so total super an, auch als, so als wäre es natürlich verknüpft. Das, was Samuel, ja, das Geheimnis von Samuel und das, was Theo zugestoßen ist, möglicherweise. Das werden wir herausfinden, wenn dieses Buch erschienen ist. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend und sehr schön an und ich freue mich schon drauf. Das waren die 5 Bücher von der lieben Adriana Popescu und ich finde, im Jugendbuchbereich schreibt sie wirklich eine der schönsten Bücher und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzulesen und vorbeizuschauen und ja, wie gesagt, vor allem Ein Sommer und 4 Tage und Paris, du und ich kann ich total empfehlen. Die habe ich damals sehr geliebt. Und ja, schaut euch gerne einmal die Bücher an. Die habe ich unten verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und ganz viel Spaß bei dem, was ihr so vorhabt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!